Oh Gott. Was für ein Krampf mit diesem Set. Boah. Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zum Opening des Fire Kings Structure Deck, welches ich endlich unter meine Griffe bekommen habe. Ja, ich hatte eine Vorbestellung gemacht. Ja, sie war 5 Tage zu spät bei der Vorbestellfrist rausgegangen. Ja, das Set war noch einen Monat danach immer noch erhältlich im Vorverkauf. Was ist passiert? Ich habe natürlich 0% meiner Bestellung bekommen. Da wurden wieder anscheinend irgendwelche anderen Händler bevorzugt, die einfach nachher zum Schluss halt sich nochmal eine Menge gewarnkorbt haben. Weswegen ich 0 Produkte davon bekommen habe. Weder Englisch noch Deutsch. Nämlich rumtelefoniert gestern auf allen meinen Locals hier, Itzehoe, Emshorn, Hamburg, wie das ist mit der Lieferung, dann konnte mir keiner genau sagen, wahrscheinlich erst morgen oder bei uns hier in der Zone zum Beispiel erst am Freitag, bis dann heute Mittag, ich angerufen worden bin von dem Ladenbesitzer hier bei uns in Emshorn und er gesagt hat, ey, ich habe die Decks, das finde ich, kannst vorbeikommen, die abholen. Und ich dann so, ja, endlich kann ich die Dinger abholen und ja, das war Pain, also im Endeffekt, spätestens hätte ich sie sonst am Samstag abgeholt, dann wäre ein Montagsopening gemacht. Aber wir haben sie rechtzeitig doch noch zum Release jetzt hier am Start, denn ich möchte halt diese Decks unbedingt hier aufmachen, denn die haben hier so eine ganz besondere Geschichte. Denn Fire Kings ist mein erstes richtiges Competitive Deck gewesen, auch wenn wir mit Cyber Dranks vorher sogar noch einen Regional Top geschafft haben. Noch bevor wir das mit den Fire Kings gemacht hatten, haben wir mit Fire Kings 2014 ordentlich aufgeräumt auf der Europameisterschaft, auf der Deutschen Meisterschaft und auf Regionals. Und haben dieses Set quasi full circle. Ich glaube, wir haben die Anfang 2014 im Februar aufgemacht. Ich glaube, ich hatte meine Decks damals gekauft gehabt bei uns hier im GameStop in Elmshorn. Damals gab es ja noch gar keine Locals. Und jetzt habe ich die hier bei uns in Emshorn auf den Locals gekauft. Das heißt, beide Decks hier lokal eingekauft aus unserer Community. Und ich verbinde halt damit sehr, sehr viel, weil dieses Deck halt extrem geil ist. Und wir haben es ja, glaube ich, nochmal auf der DM 2015, glaube ich, ausgepackt, was horrible war. Und dann haben wir, glaube ich, das Deck nochmal 2017, glaube ich, nochmal das letzte Mal auf Locals irgendwie gespielt mit einer True King Engine. Das war absolut horrible. Und seitdem haben wir es nicht mehr angefasst. Und ich freue mich jetzt, dass dieses Deck wieder da ist, weil ich will das unbedingt auch auf Locals spielen, deswegen ich auch unbedingt diese Decks brauche. Nicht nur fürs Opening, sondern halt, dass wir es auch spielen können. Und wir werden heute uns mal anschauen, alles, was an neuen Karten mit drin ist. Und vielleicht werden wir noch in der einen oder anderen Erinnerung schwelgen bezüglich diesen Decks. Und ich würde sagen, gehen wir zum Tisch und machen wir es mal auf. So, dann steigen wir doch mal ein mit den Decks und wie damals einfach 3 Decks hier vorne mit dabei. Ich muss sowieso alle aufmachen für mich, weil wenn ich irgendwas mit dem Deck spielen will, da brauche ich einige Karten auf 3. Und ich habe mich trotzdem gar nicht mehr jetzt so viel stark damit auseinandergesetzt. Ich werde das Deck quasi jetzt nach dem Opening erstmal bauen. Wir hatten ja das in den News mal durchgenommen, alles was hier drin ist und drin sein wird. Aber ich lasse mich gerne überraschen und bereite mich nicht schon sehr weit im Vorhinein vor. Ich finde, das ist ein bisschen Cheating, wenn man sich schon vorher vorbereitet. Ich finde es immer dann am sinnvollsten, wenn es dann auch rauskommt. Dann ist es auch so, wie es von dem Creator intended ist. Nicht, dass man sich schon monatelang vorher sich das Deck kaputt spielt, wie es viele andere Spieler tun. So. Ich habe so richtig Bock drauf. Das Structure Deck Event werden wir auch mitmachen am Samstag davon. Und ja, hier haben wir dreimal unser Deck. Und diesmal wahrscheinlich mit Ultra Rares, die vielleicht ein bisschen besser aussehen als damals. Und auch vielleicht nicht ganz so gerundet sein werden. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal eine der Spielunterlagen an. Das wird unsere Unterlage sein für dieses Opening. Da ist es. Die neuen Fire Kings. Nice. Und dann schauen wir mal rein. Machen unsere Decks auf und schauen uns mal an, was hier an guten Karten alles mit dabei ist. Denn das Deck ist echt strong und deswegen, ich hatte halt mir ein bisschen was vorbestellt, weil ich war jetzt nicht ganz so excited gewesen über das Deck gewesen. Beziehungsweise allgemein über Structure Decks in den letzten Male, die rausgekommen sind. Deswegen wollte ich ein bisschen weniger bestellen, dass ich jetzt gar nichts am Ende bekommen habe. Ist eigentlich nicht so geplant gewesen. Aber ja, wir haben es ja irgendwie hingekriegt. So, wir haben den Heiligen Feuerkönig Garunix. Kennen wir noch den originale Garunix. Gleiche Stats. Stufe 8, Feuer, geflügeltes Ungeheuer, Effektmonster, 2700 Angriffspunkte, 1700 Verteidigungspunkte. Falls deine Monster, die ursprünglich Feuer waren, durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört wurden, du kannst diese Karte Spezialbeschwörung von deinem Friedhof, falls sie dort lag, als die Monster zerstört wurden, oder der Hand selbst, falls nicht beschwören. Also das heißt, der hat quasi so einen ähnlichen Special Summon-Effekt wie die ursprünglichen Feuerkönige. Der Garunix hatte den nicht, aber die ganzen Kleinen hatten das. Plus, dass er auch aus dem Grave kommen kann. Falls diese Karte als normale oder Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Feuerungeheuer-Krieger oder geflügeltes Ungeheuer-Monster in deiner Hand, deinem Deck oder deiner Spielfeldseite zerstören, außer Heiliger Feuerkönig Garunix. Und falls du dies tust, erhält diese Karte bis zum Ende dieses Spielzugs ATK in Höhe der Hälfte der ATK,
die das zerstörte Monster dort hatte. Du kannst jeden Effekt von Heiliger Feuerkönigskronix nur einmal pro Spielzug verwenden. Das heißt, man kann aus dem Deck direkt Karten zerstören, was insane ist, aus der Hand oder Spielfeldseite. Das heißt, man ist sehr flexibel, wie man zerstören kann. Man kann Sachen triggern, der kann gespecial kommen. Die Karte ist halt sehr nice, muss ich sagen. Die gefällt mir jetzt schon. Dann haben wir die erweiterte Variante von Kirin. Wir hatten damals halt nur, ja, ich habe das, glaube ich, einmal gespielt als Spice damals. Hat man eher weniger gespielt, aber es war ein netter Extender, den man spielen konnte. Feuerkönig Hochavatar Kirin, jetzt die große Variante, 2400 Angriffspunkte, 200 Verteidigungspunkte. Passend zum Rekindling als Target haben wir Stufe 8 Feuer Ungeheuer Effektmonster. Während deiner Mainphase, falls sich diese Karte in deiner Hand befindet, Schnelleffekt, du kannst ein anderes Feuermonster in deiner Hand oder offen auf deiner Spielfeldseite zerstören. Und falls du das tust, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung. Das heißt, man kann die auch während der gegnerischen Mainphase spezialbeschwören. Das heißt, man kann damit zielende Effekte zum Beispiel ausweichen. Man kann die als ja, als Stepping Stone benutzen, hinterher specialen und ja, dann können wir lesen, was ihr noch so kann. Falls diese Karte zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ein Feuerkönig-Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Friedhof beschwören, außer Feuerkönig Hochavatar Kirin, dann kannst du eine Karte auf dem Spielfeld zerstören. Du kannst jeden Effekt von Feuerkönig Hochavatar Kirin nur einmal pro Spielzug verwenden. Lies sich ein bisschen so wie der, die Schrott... Chimäre war es, glaube ich? Ja, so vom Effekt her, der Special einer aus dem Grave und dann zerstört er noch eine Karte auf dem Spielfeld. Kann halt eine gegnerische Karte sein, eine eigene. Und kann was reviven. Klingt auch an sich erstmal gar nicht mal so bad. Ja, der kann halt Sachen triggern, halt, wenn man ihn halt in der Hand öffnet und was anderes in der Hand zerstört, kann man von außen seine Plays gehen. Dann haben wir den Feuerkönig-Avatar Rang Bali, Stufe 4. 1600 Angriffspunkte, 200 Verteidigungspunkte, ungeheuer. Krieger-Effekt. Falls ein oder mehr offene Feuerkönig-Monster, die du kontrollierst, durch einen Karteneffekt zerstört werden, außer während des Damage-Ups, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Okay, die klassische Klausel wie bei den alten. Wenn eine Zauber- oder Fallenkarte oder eine Zauberfalleneffekt aktiviert wird, solange sie diese Karte auf dem Spielfeld liegt, Schnelleffekt, du kannst sie aktivieren und annullieren. Und falls du die suchst, zerstöre ein anderes Feuermonster in deiner Hand oder offen auf deiner Spielfeldseite, du kannst jeden Effekt von Feuerkönig-Avatar Rang Bali nur einmal pro Spielzug verwenden. Und das ist genau das, was halt quasi der Avatar vorher gemacht hat. Jetzt aber halt, ja, für Spell Traps negates statt Monster Effekte negates. Und das ist halt auch eine sehr schöne Addition. Damit gibt man halt mehr Control über das Feld. Dann haben wir ein paar sehr neue, coole Zauberkarten. Dann haben wir Heiligtum des Feuerkönigs, permanente Zauberkarte. Wenn diese Karte aktiviert wird, du kannst eine Insel des Feuerkönigs von deinem Deck offen in deine Spielfeldzone legen. Damit kann man die Insel halt direkt aufs Feld. Kann man so ein bisschen Terraforming umgehen und man sucht dann halt auch nicht, kann nicht geashed werden. Einmal pro Spielzug, falls eine Karte in deiner Spielfeldzone durch einen Karteneffekt zerstört würde, kannst du stattdessen ein Feuermonster in der Hand oder offen auf deiner Spielfeldseite zerstören. Das heißt, sollte irgendwie die Insel zerstört werden, kann man die halt darüber schützen und seine eigenen Effekte wieder triggern. Einmal pro Spielzug, falls dein Gegner ein oder mehr Monster-Spezialbeschwörung beschwört, kannst du sofort, nachdem dieser Effekt abgelöst wurde, beschwöre ein Feuer-Exis-Monster als Exis-Beschwörung und verwende dafür nur ein Feuerkönig-Monster, die du kontrollierst. Dafür nur Feuerkönig-Monster, die du kontrollierst. Du kannst nur ein Heiligtum der Feuerkönige pro Spielzug aktivieren. Das heißt, ihr könnt im gegnerischen Spielzug mehr oder weniger Konter-Exisen quasi, was auch nice ist. Exis-Beschwörung ist halt wirklich interessant, dass die halt auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen durchgeführt werden kann. Das funktioniert so ähnlich wie halt diese Synchro-Beschwörung oder IP-Mascarena mit der Link-Beschwörung im gegnerischen Spielzug. Bloß, dass man die halt, ich glaube, die kann man ja auch, genau, in seinem eigenen Spielzug, keine Ahnung, mit den Gegnern in die Bio oder so, kann man halt, wenn man halt noch irgendwelche Feuerkönige hat, kann man halt nochmal was wegdingsen. Karte sehr nice, halt viel Spell rausholen, schützen und noch Xyz gehen. Da kommen wir jetzt dazu. Da haben wir nämlich noch ein Xyz-Monster. Garonix Ewigkeit Hyang, der Feuerkönige. 3000 Angriffspunkte, 2000 Verteidigungspunkte. Feuer Rang, oder beziehungsweise, ja, Rang 8. Und ist ein, bin ja ein bisschen verwirrt vom Layout, aber das ist... Nee, das erinnert mich total an das alte Layout irgendwie. Irgendwie fühlt es sich dünner an als üblicherweise. Ich bin etwas verwirrt, aber ist alles okay. Pyro-Exis-Effekt. Ein Pyro-Type haben wir normalerweise in dem Deck nicht. Wir haben normalerweise Ungeheuer, Feuer, Ungeheuer, Krieger und geflügelte Ungeheuer. Braucht zwei oder mehr der Stufe 8 Monster. Und falls diese Karte als Exis-Beschwörung beschworen wird, du kannst alle anderen Monster auf dem Spielfeld zerstören. Du kannst ein Material von dieser Karte abhängen und dann eine Zauberfalle auf dem Spielfeld wählen, zerstöre ihn oder sie und falls du dies tust, erhält diese Karte 500 Angriffspunkte. Also das ist schon mal nice, dass sie halt auf Summon nuked und dass man dann auch eine Spelltrap zerstören kann, ist halt nice und nochmal Attack Push kriegt. Das heißt, das ist ein guter Aufräumer und kann im gegnerischen Spielzug natürlich halt eine super Interruption sein mit der, weil man dann beschwört man den, nuked das Feld, hat Kontrolle über das Feld, sehr nice. Du kannst ein Feuerkönig-Monster bis zur Anzahl des Materials, dass diese Karte... Ah, nee, warte mal.
Falls diese Karte zerstört wird, solange sie Material hatte, du kannst Feuerkönig-Monster bis zur Anzahl der Materials, das diese Karte als Spezialbeschwörung in deinem Friedhof beschwören. Du kannst jeden Effekt von Garunix Ewigkeit Hyang, der Feuerkönig und Armor Spiel zu verwenden. Das heißt, sollte man die halt irgendwie loswerden oder man selbst die zerstört, kann man halt wieder Feuerkönig-Main-Deck-Monster quasi aus dem Grave sich holen, damit man in weitere Plays gehen kann. Theoretisch? Der kann sich auch selbst spezial beschwören. Ha. Gut, macht keinen Unterschied, weil der eine ist auf Xyz-Based-Effekt, die anderen sind halt Material-Based-Effekt. Das heißt, das bringt halt nichts, außer man möchte irgendwie ein Zeus dann, also für ein Zeus-Futter benutzen, was dann immer noch nichts bringt, weil man halt neue Material hat, aber ist interessant. Dann haben wir noch das Himmelsbrennen des Feuerkönigs. Eine Schnellzauberkarte. Wähle eine gleiche Anzahl Feuerkönig-Monster, die du kontrollierst, und Karten, die dein Gegner kontrolliert, zerstöre sie. Falls ein oder mehr Feuerkönig-Karten, die du kontrollierst, durch einen Karteneffekt zerstört würden, kannst du stattdessen diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Du kannst nur einen Effekt von Himmelsbrennen des Feuerkönigs pro Spielzug verwenden und in jenem Spielzug nur einmal. Das heißt, dieses Protection aus dem Grave, was ein bisschen weird ist, weil eigentlich will man ja, dass seine Karten zerstört werden, aber man will ja vielleicht bestimmte gegnerische Effekte vielleicht nicht durchgehen lassen. Beziehungsweise man kann damit halt auch, zum Beispiel die Feedspell drauf geht, flöten geht, dann schützt die halt vor dem automatischen Destruction-Effekt, falls man das auch gerade nicht haben möchte. Das kann halt nice sein und, ist halt Removal, so quasi eine Art Icarus-Attack gegen den Gegner. Kann man halt theoretisch auch in dem Deck spielen, weil man auch geflügelte Ungeheuer hat. Aber die Karte ist natürlich ein bisschen flexibler und ein bisschen nicer, was das angeht. Aber trotzdem die Karte nochmal auch so ein bisschen whitening an den Seiten. Beziehungsweise sind sie, glaube ich, nicht ganz sauber rausgestochen. Erinnert mich wieder an die alte Structure-Deck-Qualität. Dann haben wir Staffelflug der Feuerkönige. Neue Fallenkarte. Beschwöre drei Feuermonster. Ein Ungeheuer, ein Ungeheuerkrieger und ein geflügeltes Ungeheuer. Spezialbeschwörung. Je eine von deiner Hand, deinem Deck und deinem Friedhof. Aber ihre Effekte werden annulliert. Zusätzlich zerstöre sie während der Endphase. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. In diesem Spielzug kann der Gegner weder Karten noch Effekte aktivieren. Wenn du ein oder mehr Feuerkönigmonster als normale oder Spezialbeschwörung beschwörst, du kannst jeden Effekt von Staffelflug der Feuerkönige nur einmal pro Spielzug verwenden. Die Karte klingt so wie, diese TG-Dreizack-Werfer halt, dass man halt eins von überall holen kann, kann theoretisch halt auch in anderen Decks gespielt werden. Gibt jetzt nicht so viele Feuerthemen, die halt mit Ungeheuer, Ungeheuerkrieger und geflügelt Ungeheuermonster spielen. Aber theoretisch kann man es halt mit anderen Karten verwenden. Man kann damit halt seine Summon-Effekte so ein bisschen schützen, auch wenn das Deck jetzt nicht so viele Summon-Effekte hat. Aber es gibt ja noch mehr neue Karten hier drin. Da kommt noch ein bisschen was dazu, was es angeht. Dann haben wir nämlich ihn hier, legendären Feuerkönig Ponix. Wir haben uns immer gefragt, was ist auf The Circle of the Fire Kings für ein Monster drauf? Das ist er gewesen. Und jetzt haben wir ihn, Stufe 1, 500 Attack, 200 Verteidigungspunkte. Natürlich 200 Verteidigungspunkte für, wie ist es eigentlich? Wieder aufleben ist, glaube ich, auf Deutsch heißt die Karte. Falls deine Monster, die ursprünglich Feuer waren, durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört werden, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Genau, das heißt, die kann sich halt als Extender Special und dann die Karte hat einen Summon-Effekt. Falls diese Karte als normale Spezialbeschwörung beschwören wird, du kannst deine Hand eine Feuerkönig-Zaubern-Fallen-Karte von deinem Deck hinzufügen. Das heißt, sie sucht Spell-Traps schneller als Baron, weil Baron sucht halt immer erst in der nächsten Standby-Phase. Die kann sie halt direkt an die Hand holen. Während der nächsten Standby-Phase, nachdem diese Karte zerstört und auf den Friedhof gelegt wurde, füge diese Karte deiner Hand hinzu. Du kannst jeden Effekt von legendärer Feuerkönig Ponix nur einmal auf Spielzug verwenden. Das heißt, man kann die halt quasi als Jump-Blocker so im gegnerischen Spielzug dann zurück auf die Hand nehmen, dann was zerstört wird. Dann kann man sie specialen, kann halt auch noch eine Karte suchen und kann man sie halt dazwischen legen. Das ist eine sehr gute Karte, kann halt schön, den Gegner auf die Eier gehen, weil der sich dann dauernd selbst wieder recovert. Ist sehr schön. Und sie muss halt nicht sie kann durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört werden, damit sie wieder zurückkommt. Dann kommen wir zu den Klassikern. Feuerkönig Avatar Garunix hatten wir zwischendurch auch mal früher gespielt. Baron, damals eine der guten Karten. Heutzutage spielt man immer noch, weil er ist immer noch nice und der sucht halt in der nächsten Stamperface Pflichteffekt. Yaksha, eine Karte, die damals teuer in Judgment of the Light nachkam. Teure Super Rare gewesen, aber gute Karte. Kirin, wie gesagt, haben wir auch mal gespielt. Können sich halt auch hinterher specialen. Blaster ist mittlerweile wieder zurück. Und Burner macht jetzt keinen Sinn, so die zusammen da drin zu spielen. Aber Blaster haben wir früher ab und an auch, glaube ich, gespielt, weil damals gab es die halt noch. War ein nettes Removal, was man ziehen konnte als One-Off. Coach Captain Bärenmensch, netter Reprint, den könnte man hier so ein bisschen nachlegen. Vielleicht auch sogar den Blaster als netten Reprint daneben legen. Dann Coach Soldat Bellwolf ist natürlich jetzt heutzutage absolut irrelevant. Damals halt war eine sehr gute Karte gewesen. Mit Tanky suchbar konnte man dann halt
Turns 3, 4 halt endlich so ein bisschen Xyz Plays gehen. War halt eine schöne alternative Strategie. Auf 3 habe ich ihn, glaube ich, nie gespielt. Erstens, weil ich ihn nicht auf 3 hatte. Und zweitens war der erstens teuer. Und drittens war es halt auch einfach too much, weil First Turn hat er halt nicht viel gemacht. Das ist aber auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, das letzte Mal reprintet wurde, glaube ich, eine Mago, glaube ich, oder so. Deswegen, das ist jetzt kein so crazy Reprint. Dann haben wir Agnimazut. Ja, das war das letzte Mal, als wir mit dem Deck mal gespielt hatten auf Logis damit. Infernaler Flammherrscher. Das war das erste Feuerstructure-Deck. Das war das Cover-Monster. Dogoran, der Kaiju der verrückten Flamme. Das ist auch ein cooler Reprint. Das ist ein guter Kaiju. Der flammende Mars. Leuchtfeuerkoloss. Das war, glaube ich, mal eine Secret Rare Cosmo Blazer gewesen. Ist auch ganz nett. Heiliger Phönix von Nephthys. Habe ich sogar zwischendurch damals auch gespielt. Darauf basiert so ein bisschen, deswegen gehört er so pseudomäßig auch zum Thema mit dazu, weil er halt ein geflügeltes Ungeheuer ist und auch sich dann special in den nächsten Standby-Phase wie der originale Garunix. Königliche Feuersturmwache hat man da, glaube ich, nicht gespielt. Die Karte hat man eher gespielt in, weil man hatte halt keine Pyromonster in sowas wie, wie heißen die, Vulkanisch. Er war auch ein schöner Reprint eigentlich. Ich weiß gar nicht, hatte die überhaupt nochmal einen Reprint? Die waren mal in Battle Pack drin gewesen. Geist der Flammen. Fechtendes Feuerfrechtchen haben wir damals auch gespielt. Auch eine sehr gute Karte. Annoying Removal damals gewesen. Falls die Karte zerstört wird, kann man halt ein anderes offenes Monster vom Gegner zerstören. Heutzutage könnte man die halt über so viel mehr triggern, halt aus der Hand direkt und so. Die muss halt nicht vom Spielfeld zerstört werden, was nice ist. Kann auch aus dem Deck zerstört werden, theoretisch. Hitzköpfige Hymnendichterin. Alpha Bestienmeister, das ist ein netter Reprint. Weiß gar nicht. War der in der Rarity Collection? Nur kurz überlegen. Ich glaube nicht. Ich leg dir mal hier mit raus. Kauz und Schlossvogel, auch schön. Das letzte Mal, dass Dino Structure Deck als kommen war, war in dem, auch in einem Reloaded Structure Deck, nämlich das von dem Zauberzählmarken, Schrägstrich Pendeln, mit den Dimion und alles, da war sie drin gehabt. Seitdem halt auch schon wieder vergriffen und schöne Karte. Haben wir den originalen Garunix nicht drin? Oder ist der hinten irgendwie nochmal drin? Also, wait. Haben sie das original Brustmonster nicht reingemacht? Ey. Ansturm der Feuerkönige, damals schöne Starterkarte, going second. Damals haben wir ja noch mit anderen Regeln gespielt, da hat man mit 6 Karten ja gestartet, war auch immer ganz nett. Man hatte die halt trotzdem auf 3 gespielt, heutzutage wird man sie eher weniger spielen. Negated Special aus dem Deck. Kreis der Feuerkönige, da haben wir den Ponix, der jetzt endlich halt da ist. Auch eine coole Karte gewesen. Wichtig ist auch zu wissen, falls ihr diese Karte spielt und ihr habt ein volles Feld, ihr könnt diese Karte benutzen, weil das Zerstören und das Specialen passiert gleichzeitig. Das heißt, die Monster swappen quasi dann, wenn halt kein Platz ist, einfach beide miteinander in den Plays. Das ist ein wichtiges Ruling. Muss ich halt damals auch einigen Spielern erklären, wie das funktioniert. Natürlich funktioniert das halt nicht, wenn ihr ein Extra-Deck-Monster zerstört und ihr habt immer noch volle Main-Monster-Zone, dann geht das halt nicht. Wieder aufleben, theoretisch halt geil, weil Zone und Defense haben eine Menge Monster hier. Feuerformation Tanky, eine Karte, die halt sehr gut ist, weil man halt die Beast Warrior suchen kann. Das sind gute Monster hier, nicht mal Bär drin oder so. Gute alte Bär. Schwarzes Loch, auch schön. Haben wir jetzt gar nicht so oft gesehen, die Karte reprinted. Jetzt kommt sie mal so ein bisschen mehr wieder zurück in die Structure-Decks auch. Zanoname auch nice. Herold des Abgrunds, schönes Removal, vor allem gegen Pyroly zum Beispiel. Flammwell-Konter, spiritistische Feuerkunst, Kurenai. Kettenzerstörung, reichender Tribut, damals auch in dem Deck sehr nice gewesen. Eigene Monster zerstören, war jetzt nicht so schlimm, die haben wir dann irgendwie getriggert. Schöne Karte. Feindliches Urteil, das ist sehr schön, sehr gute Common, brauchen viele Spieler. Jedes Mal, wenn die reprintet wird, geht die wieder hoch. Genauso wie in Unendliche Unbeständigkeit, die zwar jetzt auch in der Rarity Collection war, aber trotzdem viele Spieler. Ja, auch gerne mal die Common haben möchten, auch sehr gute Common. Genau, dann haben wir Kraft und Zugstein, Coach König Riesentrainer. Ich weiß nicht, war der nicht in einem OTS jetzt letztens drin oder war das noch dieser ganz alte Print, den ich im Kopf habe? Ansonsten ist es auch ein sehr nicer Reprint. Diamond Direwolf hat man damals auch viel gespielt, konnte man seine eigenen Sachen schießen. Heutzutage eher irrelevant, kann aber, ich kann mir vorstellen, dass der irgendwann mal wiederkommt, weil der ist halt auch ein Transporteur, kann man einige lustige Dinge tun. Hita, die Feuerverzauberin in Flammen. Ah, da ist er ganz hinten, Alter, was? Das alte Bossmonster, Best Boy. Ich liebe ihn, aber leider wird er heutzutage nicht mehr gespielt. Das finde ich ein bisschen schade. Dabei finde ich ihn sehr, sehr nice. Da haben wir dann auch noch den Arvata. Das ist der Bruder quasi von Rangmali. Was nice ist. Passt sehr gut dazu. Und dann haben wir noch die Insel des Feuerkönigs zum Abschluss. Nochmal die Field Spell. Die kam ja deutlich später, ich glaube in Shining Victories oder so raus. Die wurde dann halt vor allem in Cosmo gespielt als Engine-Karte. Quasi so eine Art billig. Billig-Variante von der ironischen Darstellung. Und ja, das sind alles die Karten, die hier drin sind. Ich mache gleich einfach nur die anderen hinterher auf, weil das sind halt echt nice Karten, wo man sich halt dreimal das Structure-Deck kauft, hat man halt sehr schöne spielstarke Karten, die halt alle in Holo hier drin sind. Und man hat dann halt noch die coolen Reprints wie das, den Dogoran, den Alpha, den Kauz, Starkhole,
und natürlich Judgment, Permanence, ja, und den Riesentrainer und natürlich ein bisschen von den alten Karten. Das heißt also, wenn man das Deck so spielen möchte, wie so ein bisschen wie früher, also ist quasi alles da eigentlich, was man so braucht. So, dann nehmen wir das hier auch nochmal raus. Und da haben wir hier halt auch nochmal die coolen neuen Karten. Also hier ist eine Menge guter Stuff drin. Das Deck ist an sich sehr spielstark. Es kann halt mit mehreren Decks zusammen gemischt werden. Da gibt es die Möglichkeit, die zusammen mit den sündhaften Karten zu kombinieren, die halt rund um Schlangenauge drehen. Man kann auch mit Schlangenauge noch dazu in Kombination spielen. Das kostet dann ein bisschen was, weil das ist schon ein bisschen teurer, die Variante, das so zu spielen. Ich glaube, ich habe hier vergessen, den Blaster rauszulegen, oder? Ja. Den Burner ausgelegt. Das ist halt die eine Variante. Dann gibt es noch eine etwas günstige Variante. Das kann man dann mit Dogmatikern kombinieren. So ein bisschen Extra-Deck dem Gegner halt ja, ausschließen, beziehungsweise Karten aus dem Extra-Deck klauen, was sehr, sehr schön sein kann. Das ist halt die etwas günstigere Variante. Da ist jetzt momentan halt der Maximus eine stark gefragte Karte, weil alle anderen Karten wurden quasi in der Rarity Collection ja auch schon reprintet. Und ja, das sind unter anderem die Varianten. Da gibt es bestimmt auch das eine oder andere, was ihr halt noch das Deck halt mischen könnt mit anderen. Oder ihr könnt es auch pur spielen. Da gibt es viele Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Und hier sind halt erstmal gute Reprints dabei. Also zum Teil halt so durchschnittliche bis halt gute. Aber halt auch ein sehr starkes Deck. Also das ist rundum ein starkes Deck. Könnte man so vergleichen mit dem letzten oder den letzten sehr guten Feuer-Structure-Deck, was wir hier hatten. Das war nämlich vor einigen Jahren das Soulburner-Structure-Deck, wo wir halt mit großer Lamanda ebenfalls gute Reprints und ein sehr, sehr starkes Competitive-Meta-Deck mit dabei hatten. Und ja, ich hoffe, euch hat soweit dieses Opening gefallen. Und ja, ich freue mich drauf. Wir werden das auf jeden Fall dieses Wochenende spielen und werden mal schauen, wie es laufen wird. Und dann sehen wir uns dann spätestens Sonntag zur Sonntags-Logos-Episode dieses Decks wieder. Ansonsten halt zu den anderen Videos hier auf dem Kanal. Das war's dann hier von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.